Mittlerweile gibt es so viele eigene Roblox-Spiele, die von dem YouTuber Lami erstellt worden sind. Aber diese Roblox-Spiele sind mittlerweile 1 bis 2 Jahre alt und deshalb werden wir diese Spiele mit einem anderen geheimen YouTuber heute nochmal testen. Wir mussten echt komische Sachen machen, wie zum Beispiel vor einem hungrigen Banani weglaufen, Emily mit einem Raketenwerfer abschießen oder Flauschis Kekse klauen. Warte, was? Aber egal, welches von Lamis Roblox-Spielen, die er jemals rausgebracht hat, ist euer Lieblingsspiel? Schreibt es unbedingt in die Kommentare, weil würde mich mega interessieren. Und ich würde sagen, ich rede nicht mehr zu lange und los geht's mit dem Video. Okay, damit sind wir schon im Spiel mit Ayway. Hallo? Ayway? Hallo, mein Name ist Mario. Warte mal, dein Name ist doch gar nicht Mario. Was lügst du hier? Ach, stimmt. Aber in welchem Spiel sind wir drin gerade? Ich glaube, wir sind in irgendeinem Lami-Spiel. Das heißt irgendwie Hungry Lamis 2 oder so. Kennst du das? Nö, aber jetzt schon auf jeden Fall. Hört sich richtig cool an schon mal. Hä, aber warte, du bist doch Admin. Du musst das kennen, oder? Ja, warte mal. Aber ich kann nicht fliegen oder so. Ich kann nur Banani werden. Warte, wie konntest du Banani werden? Ich will auch Banani werden. Ja, ich kann auch Lami werden, wenn alle liken. So. Okay, Leute, dafür müsst ihr aber jetzt liken. Egal. Dieses Spiel geht, wo du... Ja, du kannst ja mal erklären, worum dieses Spiel hier geht, oder? Also, siehst du den Lami-Kumpel da vorne von mir? Nimm mal seinen Döner. Okay, ich klaue seinen Döner und dann... Und jetzt renn weg. Okay, ich renn weg und dann... Ja, jetzt verfolgt er dich. Okay, Lami verfolgt mich jetzt. Okay, okay. Und was ist das Ziel dieses Spiels, dass ich diese 25 Döner hier bekomme? Ganz genau. Und weißt du, warum das Spiel Hungry Lamis heißt? Weil Lami hungrig ist und Döner will? Ey, du bist so schlau. Ganz genau, Mario. Ich bin richtig, richtig schlau. Aber eine Sache habe ich schon herausgefunden. Die werde ich gleich noch zeigen. Was gibt's hier in diesem Spiel? Geheime Codes versteckt. Wusstest du das? Nö, aber jetzt weiß ich auf jeden Fall. Danke für den Tipp. Lügst du mich wieder an? Du wusstest das bestimmt, oder? Nein, das wusste ich wirklich nicht. Hä? Guck, egal. Das zeige ich dir dann gleich. Und damit kann man irgendwas bekommen. Und ich will mal gucken und testen, was man damit bekommen kann. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ich glaube, am Spawn gibt es einen Code. Was? Banani? Was? Ja, er war da. Okay, ja, also man kann auch hier Bananen von... Oh mein Gott, wie viele Lamis folgen mich! Ach du Heilige, wie das aussieht! Oh mein Gott, ich bin gerade gegen Banani gelaufen, das ist nicht so gut. Und Lamis, also Lamis, weil es mehrere sind ganz nah an mir dran, das ist nicht so gut. Ja, wie sieht es bei dir aus? Ich fahre gerade Auto, bisschen. Ach so, ja, ganz entspannt. Okay, alles klar. Okay, und ich sammle weiter Döner. Ich bin schon 10 Döner, kannst du dir das vorstellen? Nee, ich habe 0. Du bist auch eine 0. Und du bist eine 10. Danke, ich bin die 10 von 10. Let's go. Nee, 10 von 25. Ach, den Döner schnapp ich dir weg. Let's go. Nein, du hast ihn echt geklaut. Oh mein Gott. Nein, ich gehe mal anders. Den Döner klaue ich dir auch. Mann, ich von wegen dir alles deine schon. Guck, wie die ganzen Lamis deine ganzen Döner wieder klauen. Egal, dann zahle ich einfach was ohne dich, ja. Also Leute, hier hinter dieser Statue, war es die überhaupt? Ja, hier hinter dieser Statue gibt es nämlich einen geheimen Code. Da steht einfach Hungry 2. Siehst du das? Nö. Ah doch, stimmt. Wie krass. Ja, und das kann man irgendwie hier eingeben und das will ich mal versuchen, wenn man da Hungry 2 eingibt oder so, Code einlösen. Falscher Code, muss ich alles groß schreiben vielleicht, keine Ahnung. Falscher Code, okay, die Codes funktionieren nicht, also perfektes Spiel auf jeden Fall, würde ich an dieser Stelle sagen. Ja, ich renne wieder los und ich würde mal sagen, diesmal sammle ich die Bananen von Banani. Glaubst du, das ist eine gute Idee? Ja, sehr gut, wobei Banani ziemlich schnell ziemlich böse werden kann, also ich muss mal aufpassen, dass er kein District gegen dich macht. Oh, ja, das wäre nicht so toll, wenn Banani ein District... Hey, warte mal, wie schnell ist Banani? Hä, man kann gar nicht von dem weglaufen. Man kann nicht von dem weglaufen. Ich schwöre, das geht nicht. Hä? Wie soll man das machen? Warte. Das geht halt wirklich nicht. Neben dir irgendwo? Keine Ahnung. Hallo? Ja, okay, dann ich suche mal Banani und dann. Okay, ja, ich beobachte dich. Was für ein Profi ich bin. Okay, zeig mir, was für ein Profi du bist, okay? Du musst einfach die Banane von Banani klauen. Hallo? Okay, und wenn du nicht überlegst, dann müssen die Leute den Kanal abonnieren und das Video liken, okay? Ja, okay. Okay, Ups. Okay, na toll, jetzt müsst ihr wohl abonnieren. Ah, jetzt müsst ihr leider abonnieren und liken, Leute. Tja, ihr seid die Wette mit eingegangen. Und was ist hier hinten? Hier hinten haben wir Heiliger Lami. Okay, was ist Heiliger Lami und warum? Ah, ein goldener Lami. Oh. Was hat Lami für eine Brille? Oh mein Gott, ich hab den Döner aufgesammelt. Ich muss rennen, Ah, ich halte ihn auf. Ey, wie schnell ist der? Was ist das denn? Oh mein Gott, ey. Ohne Witz, das ist. Nein. Was soll das? Komm nochmal zurück, der hat sogar eine Lami-Sonnenbrille auf. Emily Shop, Speedtrank. Oha, man kann sich hier Tränke kaufen. Zauberstab, der teleportiert dich. Warte mal, kauf mal den Speedtrank und dann komm nochmal zurück und vielleicht besiegen wir da den heiligen Lami. Okay, ich habe mir einen normalen Speedtrank, einen Mega-Speedtrank und einen Zauberstab, womit ich mich zurück teleportieren kann, okay? Okay. Okay, aber warte, was bringt eigentlich, wenn wir den heiligen Lami-Dingsen? Der gibt doch auch nur einen Döner, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, der gibt mehr. Okay, aber ich habe jetzt schon einen normalen Döner eingesammelt von Lami. Aber ich will mal diesen Speed-Dings-Trank testen, aber der hat nichts gebracht, oder? Ja, gut, Mario. Oder? Gut. Hey, wie funktioniert das? Er ist weg, aber ich bin... Okay, ich bin ein bisschen schneller, okay. Aber ich bin nicht so schnell
Die Banani, niemals im Leben. Hä? Und dann, bist du auch nicht schon das heilige Lami. Doch, ich bin... Ich hoffe mal, hast du die Mega Speed Potion gekauft? Ah! Oh, ich hab den... Ah, warte mal, Major? Ja, was willst du? Komm mit, kauf dir den Zaubertrank und dann komm zum heiligen Lami. Ich hab mir jetzt einen Gravity-Trank gekauft. Was bringt der? Irgendwas mit Schwerkraft? Dass du verspringst, das bringt dir absolut gar nichts. Oh. Egal, da kann Oha, ich schon schnell. Warte, war der blaue Trank der Megatrank oder war das der andere? Der pinke oder so. Und der heilige Lami ist hinter mir. Oh, und ich bin langsam. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Wie schnell ist er mit diesem Trank? Okay, let's go. Hör, hier hat jemand 50 Lamis hinter sich herlaufen. Das ist auch lustig. Warte, ich muss hier mal ganz kurz ein paar Döner aufsammeln. Aber, okay, die Tränke halten echt nicht lange. Oh mein Gott, leider. Das heißt, man muss so viel davon kaufen. Aber, ja, okay, egal. Dann sammelt ja Punkte irgendwie, wenn man irgendwie diese Döner aufsammelt oder so. Oder diese Bananen, ich weiß es nicht. Ja, aber, ganz genau. Ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung, aber was gibst du dem Spiel für eine Bewertung von 1 bis 10? Ich würde sogar sagen, das Spiel ist gar nicht mal so schlecht. Also ich würde mir eigentlich so eine, ich weiß nicht, 8 von 10 geben. Echt? Eine 8 von 10? Also ich glaube, ja, ich sag 7 von 10. Ja, okay, dann sagen wir 7,5, okay? Okay, 7,5 geben wir diesem Spiel, Leute. Was gibt ihr diesem Spiel? Schreibt es in die Kommentare. Aber ich würde sagen, ciao, Lami. Wir gehen ins nächste Banani. Spiel. Ciao. Und damit sind wir auf jeden Fall schon im nächsten Spiel. Ey, wait, du bist auch wieder hier. Es sind auch wieder einige Leute. Warte mal, kennen die uns? Hallo. Die schreiben Hallo. Hast du es gelesen? Hallo, ich glaube, du hast das H vergessen. Ja, und die schreibt OH. Egal, wo sind wir hier gelandet? Kannst du mir das jetzt erklären? Also, wir sehen irgendwie ein Brookhaven, aber alles ist ziemlich reich und mit Geld. Let's go, ey. Ja, wir spielen nämlich gerade Luxushaven von Lami. Der hat das irgendwann mal erstellt. Und ich muss sagen, der erste Eindruck, es sieht reich aus, oder? Ey, da hast du voll recht, aber woran liegt es wohl, dass hier Luxusauto stehen, dass alles gelb und grün ist? Ey, wie krass ist das denn? Ich weiß nicht, vielleicht liegt das doch einfach daran, weil... da ein riesiges Robux-Symbol steht, da hinten steht Rich, hier hinten ist, keine Ahnung, ich weiß selbst nicht, ein goldener Lamborghini oder so? Warte mal, kann man den fahren? Hilfe, ich will gar nicht fahren, fahr du mal damit, ich trau mich nicht. Ich kann damit nicht fahren. Hä, warte mal, wie hast du das? Okay, ich würde sagen, let's go, oder? Oh. Ja, ich steig mal mit ein. Ja, kannst du mit einsteigen? Komm rein. Kann ich auf deinen Kopf steigen? Ja, let's go, oder auch nicht, egal, oder auch doch, oder auch nicht, keine Ahnung, ich kann fahren, warte, ich kann nicht drehen! Hallo, okay, ich habe gerade gedreht, weil ich, Ich kann nicht drehen, das geht nicht damit. Ey, was ist das für ein schlechtes Auto? Aber hier steht auch... ich hänge im Flugzeug fest, glaube ich. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Aber abgesehen davon, was gibt es noch hier? Also wir haben hier einen Grocery Store und da... Warte mal, wer ist das? Sui Goldman? Hey, Sui Goldman, ich bin dein größter Fan. Kann ich ein Foto bitte? Wo nimmst du den mit? Hallo, du sollst ihn nicht entführen. Hi, komm mit. Wir nehmen den jetzt mit, okay? Ja, was gibt's hier zu kaufen? Diamanten aus Butter? Diamanten aus Butter? Was? Okay. Lecker. Was gibt es hier? Hier gibt es Pudding oder so? Keine Ahnung. Das sind Hüte. Das ist doch keine Tüte. Hüte, ein Hut. Ach so, ein Hut, stimmt. Hier gibt es eine goldene Spitzhacke. Hier gibt es ein Ei oder so. Eine Maske. Game Master Maske, okay. Okay, hier gibt es Gold. Warte, jetzt bin ich auch... hier ist ein Fahrrad. Ich kann nicht absteigen. Das dreht sich sogar. Die Reifen drehen sich. Echt? Na, aber jetzt nicht mehr. Aber jetzt mal ehrlich, wie cool ist es, dass die Pflanzen hier einfach aus Geldscheinen sind? Hast du das schon gesehen? Ja, das ist richtig cool. Und schau mal meinen coolen Hut an und meine Brille. Hä, woher hast du den Hut und die Brille? Aus dem Geschäft. Okay, egal, will ich nicht haben. Und dann haben wir hier, wen haben wir hier? Hier haben wir auch noch jemanden. Bobaxmann. Ja, okay, hallo okay, Bobaxmann. Den nehmen wir auch mit. Ja, Mann, komm mal mit. Wir nehmen dich mit nach draußen und, oder wir stecken ihn einfach ins Gefängnis, oder? Ja, okay, Bobaxmann, du kommst jetzt ins Gefängnis, bitte. Ja, es ist nur ein bisschen schwer, den zu transportieren, aber wir machen das. Let's go! Okay, Leute, mehr als das geht leider nicht. Und warum tanzen die alle diesen Sassy-Tanz einfach neben uns? Ich weiß nicht, einfach so. Okay, alles klar, gut zu wissen. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben uns jetzt nicht alles von diesem Spiel angeguckt, aber hier ist voll viel verändert und es sieht eigentlich an sich voll schön aus, oder? Was sagst du? Ja, ehrlich, mit den Gebäuden, mit dem Eiffelturm und so, gefällt mir schon sehr gut eigentlich. Ja, stimmt, das ist einfach ein Eiffelturm, das ist auch so lustig und es steht einfach ein Auto auf dem Dach und so. Also eigentlich richtig, richtig krass, aber wie viele Robux-Bewertungen gibst du dem von 1 bis 10? Was sagst du? Ich würde sogar sagen, eine 8 von 10 oder so, weil das ist schon ein bisschen besser als das echte Brookhaven. Ja, da gebe ich wieder eine 7 von 10, weil ich da vorhin in diesem Fahrrad festgesteckt habe und weil das Auto nicht drehen konnte, weißt du? Okay, ich glaube aber, das lag nicht am Spiel, sondern daran, weil du ein bisschen zu schwer warst dafür.
Okay, nächstes Spiel. Okay, damit sind wir in der nächsten Navi-Spiel und wir haben hier Lamis Wonderland Obby. Kennst du die Wonderland Obby? Und was trinkst du da eigentlich? Ist das Orangensaft. Einfach Orangensaft? Ja, frag mich, was ist Saft? Einfach ja. Orangensaft. Oh mein Gott, ich will auch Orangensaft. Let's go. Okay, jedenfalls sind wir hier in der Lami Wonderland Obby. Hey, das sieht so cool aus, wie man hier trinkt und so. Und wir haben hier Banani, kommt bald. Warte mal. Okay, ich glaube, das Spiel ist jetzt schon ein bisschen älter, oder? 10 Monate, kann das sein? Ja, das ist egal. Wir machen weiter einfach, Mario. Okay, wir machen weiter. Alles gut. Hier haben wir so ein bisschen Eiscreme, wo wir drauf laufen müssen. Ich glaube, ich habe damals, also vor... Ich glaube, das war 11 Monate her oder so, als das Spiel rauskam, habe ich ein Video gemacht, wo ich alle Secrets in diesem Spiel gezeigt habe. Oha, nur deswegen wusste ich die. Danke, Mario. Ja, okay, immer gerne. Aber warte mal, hast du das Spiel erstellt oder nicht? Ja, doch, ich habe es komplett allein erstellt. Alles in dem Spiel. Ach so, okay, deswegen kanntest du das, die Secrets. Okay, ich verstehe. Wegen mir dann. Ja, genau, weil ich habe sie leider vergessen, weißt du? Und nur wegen dir wusste ich sie wieder. Okay, ich verstehe. Okay, ich habe so keine Ahnung, wo es hier lang geht, aber wir sind hier in einem Labyrinth. Und hier sind auch ganz viele andere Leute, also Zuschauer, keine Ahnung, folgt meinem Roblox-Profil und Aeris Roblox-Profil, falls ihr mit uns spielen wollt. Und, okay, was haben wir hier? Warte, man kann mit Lami reden? Natürlich. Oh, super, das war der richtige Weg. Ich habe beim ersten Versuch, egal. Warte mal, was sehe ich da vorne? Die Schule. Okay, ich sehe eine Schule. Wir haben hier ganz viel Eiscreme. Oh, jetzt habe ich Lust auf Eiscreme. Ich auch. Okay. Aber ich will die mal nicht berühren an deiner Stelle. Warte mal, du bist gestorben bei deinem eigenen... Okay, ja, ist okay. Ja, das vergessen wir einfach mal am besten, okay? Ja, ist okay. Okay, also Lami sagt uns, dass hier eine Schule ist und der Schulmobber. Und der Schulmobber sagt, hey, was willst du denn hier? Oh mein Gott, okay, der ist ein bisschen sauer, glaube ich. Lass erstmal in die Schule reingehen. Okay. Warte, bei mir hat gerade wer ganz komisch gelacht. Oh Mann, ja, ey, war das der Schulmobber? Der Schulmobber hat uns in der Schule eingesperrt. Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, das war der Schulmobber. Warte mal, was haben wir hier? AA macht AA. Okay, alles klar. Ja, mein eigenes Buch. Emily's Doors-Tipps. Wer will Tipps von Emily, wie sie Doors spielt? Jetzt mal ehrlich, Emily ist der größte Doors-Snoop. Was für Tipps von Emily? Hast du gepupst? Ja, auf Emily's Doors-Tipps. Okay, das ist gut. Schulmobber-Stories, Fragen und Antworten. Ja, okay, sehr interessant. Ich glaube, hier... Nee, warte. Ich glaube, das war da hinten. Da gibt's irgendwo ein Secret. Und zwar ja, in einem Spind. Echt? Ja, das war noch nicht hier. Das ist Baby Emily. Der Schulmobber hat mich hier eingesperrt. Okay. Alles klar. Okay, gehen wir mal weiter. Der Schulmobber ist hier. Ich verstehe das alles nicht. Was versteht er denn nicht? 2 plus 2 ist gleich Fisch. Ja, doch, das verstehe ich noch. Und schau mal, der Hamster. Wo ist hier ein Hamster? Ah, lol, das ist echt ein Hamster. Hier. Hör, wie süß. Aber warte mal, was ist Pi mal 5? Hoch 5, nicht mal 5? Also, ja. 5 Millionen? Okay, wenn du das sagst, ja. Ich würde aber sagen, wir gehen hier weiter. Ich habe hier einen Schraubenzieher gedingst, womit ich den Dings öffnen kann. Genau, weißt den du, Dings. Kennst du den Weg? Ja, geradeaus. Okay, warte, ich trinke nur einfach mal kurz so Orangensaft und so. Ja, kein Stress, lass jetzt halt, Mario. Alles gut. Was habe ich hier für ein Schild in der Hand? Mal. Ich war beim Release dabei. Ja, ich war beim Release scheinbar dabei. Wusste ich nicht, aber ich war beim Release dabei, Leute. Wusstest du? Ich war auch beim Release dabei. Ach so, du warst auch beim Release dabei. Wie krass bist du? Ja, ehrlich. Okay, was gibt's hier? Hier haben wir A-Ray, der auf dem Klo schläft und so. Und, es gibt 2 A-Rays. Ich dachte immer, einer wäre schlimm, aber 2? Warte mal. 2 A-Rays? Ich glaube, das ist ein Faker oder so. Hast du dich selbst gerade... Ich liebe Döner! Wir gehen mal weiter am besten, okay? Ich liebe Döner, hat Banani gesagt. Banani hat gesagt, er liebt Döner. Ja, nee, ich glaube, er wollte sagen, ich liebe A-Ray. Ja, genau. Wahrscheinlich wollte er das sagen, oder? Man, das hier immer die Bretter, okay. Und fall nicht in die Säure, okay, alles gut. Warte, hier gibt es ein Secret irgendwo, oder? Oder? Nein, okay, keine Ahnung. Was müssen wir hier machen? Ach so. Balancieren, schnell! Schnell! Ciao, A-Ray, ciao. Okay. Das ist noch so ein Faker. Irgendwas, was ich schon besitze? Achso, Orangensaft. Ey! Ey! Oh mein Gott, ey. Warum machst du sowas mit mir? Aber ich wollte A-Ray wegschnetzeln. Ja, ist okay, ja. Lass weggehen. Ciao, komm! Ja, ich komm doch schon. Okay, was hat Lami? Affi hat seine Brüder mitgebracht. Affi hat Brüder? Ich weiß nicht, aber irgendwie... Und sie werfen fliegen mit, die bei dir? Nee, die werfen mit Kokos. Doch, die fliegen echt bei mir. Ja, so ein bisschen, aber nur irgendwie. Aber wie lustig sieht Affis Bruder aus? Diese blöden Affen. Ja, ich weiß auch nicht. Okay. Da vorne. Oh mein Gott. Ey! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hallo? Oh, ich glaube, ich wurde gekokosnusst. Kann das sein? Na toll. Ja, das kann sein. Na toll, Mann. Und ich dachte, ich wäre ein Profi. Aber ich bin ein Profi, okay?
Falscher Weg. Oh, ich gehe. Hä? Okay, willst du zurück oder was? Genau in dem Moment, wo ich sage, dass ich ein Profi bin, laufe ich den falschen Weg lang, Leute. Das ist Schicksal. Oh. Was ist mit dir passiert? Ich wurde runtergeschubst von den Kokosnüssen. Ja, komm mal her. Ich laufe jetzt schon ohne dich weiter. Ciao. Hey, Mario. Warte auf mich, sonst... Ja. Nee, jetzt werde ich nicht mehr auf dich warten. Okay, Lami liegt hier auf dem Boden. Der Boden ist sehr nass. Bist du jetzt schon da? Ja. Ich hab's live gesehen. Du hast es nicht mal fertig gemacht. Oh mein Gott, du Noob. Du Noob. Hey, okay. Leute, habt ihr was gesehen? Also ich nicht. Schreibt's in die Kommentare. Oh, bitte seid nett. Leute, sagt alle, dass A-Ray stinkt in den Kommentaren. Hey, warte mal. Du hast genau jetzt das Secret verpasst. Komm zurück. Ja, ich wollte dir gerade sagen, hier ist nämlich ein Secret. Das wollte ich dir nämlich gerade sagen. Nämlich hier ist... warte mal. Ist das... Freddy? Freddy Fazbear! Oha, okay. Okay, egal, ciao. Ich will nicht mehr dein Secret. So, dann ist hier einmal Banani mit Barbecue. Ja, ich sehe schon, hier ist ein bisschen Barbecue. Da ist Banani mit irgendwelchen Laserstrahlaugen. Aber Barbecue ist schon cool. Magst du Barbecue? Ja, natürlich. Ich würde sogar sagen, das ist eine der besten Soßen. Ja, das kann ich verstehen, Okay, lass mal hier weiter. Hier sind ein paar Hamburger haben wir noch. Und hier haben wir auch jemand, der auf uns wartet. Hallo, hallo. Kann ich auf den Hamburger? Hä? Ich dachte, ich kann in den Hamburger rein. Auf den Hamburger. Hey. Hä, wo bin ich? Ach so. Okay, endlich an diesen Burgern vorbei. Lass mal hier diesen Checkpoint aktivieren. Komm mal her. So. Okay. Warte, Lami will mir sagen, hey, hier drüben ist ein Checkpoint. Ach so, ja, danke schön. Danke schön, Lami. Danke, Lami. Guter Tipp. Danke, ohne dich hätte ich das niemals gesehen. Okay, was haben wir hier? Ist das ein... Dürüm. Oder? Dürüm. Ja, ich glaube... Das sieht auf jeden Fall danach aus. Okay, einfach hier über diesen grünen Laser. Dann haben wir den nächsten Checkpoint. Und dann hey, Mario, haben wir... soll ich dir mal was sagen? Ja. Ich glaube, ich mag Dürüm sogar mehr als Döner. Was? Oh mein Gott, ja? Nein. Ich mach das hier noch alleine. Also, ciao, Ayway, ciao. Hä, aber Dürüm ist so viel leichter zum Essen. Was redest du da? Ja, natürlich. Aber ist doch nicht leckerer. Natürlich. Hä, schmeckt genau gleich. Hä, nein, das schmeckt nicht gleich. Das ist kompletter Unterschied. Hä, was bist du bitte für ein Ohio-Dönermann, dass es unterschiedlich schmeckt? Okay, warte. Dürüm ist lecker, ja? Aber nicht besser als Döner. Niemals in keiner Welt. In welcher Welt lebst du, wo das besser ist? Der einzige Unterschied ist, dass Dürüm leichter zum Essen ist. Und das war's auch schon. Nein, nee, da stimme ich dir nicht zu. Nein. Hä? Ich hab dich berührt! Ja, genau. Nein, Leute, ihr seht's ja im Video. So, okay, ich bin da. Ich hab's nämlich geschafft, Leute. Wie sieht's bei dir aus? Ja, auch. Banani liebt scheinbar Döner, hat er gerade gesagt, glaube ich. Okay. Okay, was haben wir hier? Man darf da nicht drauf? Hä, was ist denn das? Ja, das war der falsche Weg. Du musst den richtigen Weg wählen. Oh, ja, warum sagst du mir das nicht vorher? Weil du ein Noob bist. Okay, danke. Okay, hier haben wir die Cafeteria. Hä? Warte mal, voll von der Barry-Obby geklaut. Hä, was? Gar nicht. Das habe ich mir selber ausgedacht. Ja. Okay, hier haben wir Emily. Wir müssen Emily kurz ein bisschen abschießen hier mit Dings. Hä? Emily verfolgt aber auch noch andere Leute. Okay, alles klar. Ah! Okay, jetzt wieder mit. Nee, jetzt doch nicht für mich. Emily, ciao, Emily, ciao. Okay, wo bist du? Hä, wo bist du? Schon fertig. Du bist doch nicht fertig, Mann. Ja, doch, schau doch hier. Ja, ich bin aber weiter als du. Oh, ich muss niesen. Oh. Gesundheit. Dankeschön. Hä, warte, hier ist Flauschi. Flauschi sagt, ich liebe Kekse. Flauschi, ich liebe dich. Oh mein Gott, lass weitergehen. Ach so. Ich habe extra einen Keks gekauft und du nicht bei deiner Freundin, bei Flauschi oder was? Ja, warte, ich kaufe einen Keks, warte. Kekse. Okay, ich habe keinen Keks bekommen, aber. Ja, doch, sicher. Nein. Okay, jetzt habe ich einen Keks. Let's go, Flauschi. Ich habe deine Kekse gekauft. Alles nur für dich. Okay, aber wir haben hier eine wichtige Frage. Wann hat Lami seine 1 Million Abonnenten erreicht? Am 16.09. oder am 24.09.? Ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, am... 24. ist doch klar. Ich meine natürlich 16.09. ist doch klar, oder? Na toll, du bist so ein Fake-Fan, ey. Hä, das ist fast ein Jahr her. Wie krass. Ja, das stimmt. Und jetzt ist aber... fast 3 Millionen. Egal. Wie heißt diese Obby? Lamis Candyland Obby? Wonderland Obby natürlich. Ich bin doch kein Noob. Wie heißt Lamis Roblox-Gruppe? Lami Army oder Lami-Gruppe? Lami-Gruppe. Das weiß doch jeder, der kein Noob ist. Ganz genau. Wenn wir schon bei Noobs sind, wer ist das denn? Warte, warum? Ich wusste gar nicht, dass ich hier drin bin.
Hey, du wurdest hier reingesteckt vom Schulmobber. Ach so, ja, das sieht nicht so gesund Abzeichen aus. Links, wie dein Abzeichen heißt, das heißt einfach gemobbt hab. Das ist ganz unten. Ich glaube, ich habe das schon gesammelt, oder? Ja, stimmt, ich habe alle Abzeichen gesammelt. Ja, in dem Video, das könnt ihr oben rechts sehen, tatsächlich. Ja, das stimmt, Leute, das seht ihr oben rechts, dieses Video. Aber ich würde sagen, warte, wir machen das jetzt noch schnell so, zack, wir machen diese Dings. Aber mein Ziel war es auf jeden Fall, mich selbst zu finden, glaube ich. Und das habe ich geschafft, oder? Ja, richtig gut, Mario. Okay, was sagt Lami hier noch zu uns? Durch eine Tür kommen wir aus der Schule raus. Okay, durch eine Tür. Ey, wir haben es geschafft dann einfach. Ja, ich gehe einfach durch die Tür. Und das war... War das die richtige? Ja, genau, bei der richtigen Tür wirst du einfach weggeschnetzelt, Mario. Richtig gut. Okay, dann ist das hier die richtige. Das ist doch ganz klar. Das war nicht die richtige. Ja, Mario, also jetzt langsam würde ich mal kurz... Okay, das ist die richtige. Warte, ich zeig's dir. Das ist die richtige. Guck. Ja, ganz genau. Ja, wo bist du? Ja, draußen. Okay, hä? Ich bin durch die... Was ist jetzt passiert? Okay, okay. Natürlich merkt man da wieder AOA Skills. Oh mein Gott, was ist passiert? Ich wurde nicht mal teleportiert. Alles deine Schuld. Na toll, Mario, du bist so ein Noob. Ich gehe erstmal aufs Klo. Okay, das ist eine gute Idee. Hier hinten steht noch ein riesiger Banani, Leute. Und falls ihr dieses Spiel auf jeden Fall noch nicht kennt und noch nicht gespielt habt, dann macht das unbedingt. Schaut da vorbei. Lami's Wonderland Obby. Hier ist Awey und Awey. Der hat sogar ein Schild, wo Team Awey draufsteht. Wie hat er das? Oha, der Ehrenmann. Ich hab's auch. Ja, ich hab das hier. Du warst beim Release dabei? Oha, Mario. Ja, ich habe einen Keks. Das wusste ich noch gar nicht. Keks habe ich auch noch und einen Orangensaft natürlich. Frag nicht, was für Saft. Siehst du, da steht er einfach. Ja, stimmt, hä? Ehrenmann. Ja, egal. Und liebe Döner. Ich würde sagen, das war's für dieses Video. Das war den Daumen nach oben, dann Instagram. Könnt ihr noch ein Zuschauer verpassen? Dann gebt gerne die Glocke, wenn wir Nachrichten werden. Wenn ich ein Video hochlade, hier könnt ihr gerne die letzten Videos abchecken. Hier auf der rechten Seite klickt einfach drauf. Richtig coole Videos. Schaut gerne mal Discord-Gruppe, falls ihr mal mit mir oder den ganzen MyGang schreiben wollt oder Videos dabei sein wollt. Ihr wisst Bescheid, wie das Ganze funktioniert. Und kommt in meine Roblox-Gruppe, falls ihr diesen freshen Merch haben wollt. Und anyway, du stinkst, würde ich an dieser Stelle sagen. Und haut rein. Ciao.